Du möchtest deine Mannschaft im athletischen Bereich besser machen, hast aber keine Ahnung, wie das geht? Kein Problem. Sichere dir jetzt meinen kostenlosen Athletikkurs, den habe ich dir hier in der Videobeschreibung verlinkt. Hier habe ich dir eine extrem coole Übung vorbereitet, die gleichzeitig Krafttraining ist, Wurftraining für einen Kreisläufer plus Training für lange Pässe für einen Torwart. Und zwar haben wir alle Spieler mit Ball so zwischen 9 und 11 Meter. Dann haben wir einen Torwart auf der anderen Seite, den seht ihr jetzt nicht, und einen aktiven Kreisläufer. Und wir brauchen dann noch ein paar Bälle hier neben dem Tor. Und die Spieler mit Ball bekommen jetzt alle eine Kräftigungsaufgabe, zum Beispiel Liegestütz, Sit-Ups, Squat, Squat-Jumps, Wechselsprünge, wie auch immer, die durchgehend ausgeführt wird. Und der Kreisläufer hat immer die Aufgabe, quasi zu einem Spieler hinzulaufen, ja, hier 9 Meter mit dem Fuß anzutippen und diesen Spieler dann quasi zu aktivieren. Ja. Das heißt, er läuft jetzt hier zum Fünfer, die machen alle ihre Übung, er läuft zum Fünfer und damit wird der Fünfer dann quasi aktiviert und dann zieht sich der Kreislauf hier zurück, bekommt den Ball vom Fünfer zugespielt und wirft dann aufs Tor. Der Fünfer, der den Ball gespielt hat, nach dem Pass direkt ab zum Gegenstoß. Ja, der Kreislauf wirft hier aufs Tor, der Torwart hält oder hält nicht und kann dann entweder den Ball hier direkt nehmen oder halt neben dem Tor einen Ball nehmen und direkt Gegenstoßpass hier zum Spieler passen, der dann auf der anderen Seite wirft. Und der Kreisläufer aktiviert dann schon direkt den nächsten. Ja, das heißt, das ist hier eine relativ intensive Übung. Das heißt, wird aktiviert, bam, Torwurf, ab, Torhüter, Ball schnappen, Gegenstoß. Ja, dann schon direkt der nächsten. Also keine wirklich Pause für den Kreisläufer. Für den ist es sehr, sehr anstrengend. Der muss immer laufen, Ball fangen, aufs Tor werfen, laufen, Ball fangen, aufs Tor werfen und aktiviert dann selber nach und nach alle Spieler. Und genau, nach einer Serie ist dann der andere Kreisläufer dran. Oder wenn ihr viele Spieler seid, ihr seid zum Beispiel 12 Spieler außerhalb plus 2 Kreisläufer. Das heißt, die machen es immer abwechselnd, weil sonst mit mehr als 6 Sektionen wird es schon echt anstrengend für einen Kreisläufer. Und genau, dann wird auf der anderen Seite geworfen und dann können einfach alle Spieler nach unten gehen und dann wird das Gleiche auf diese Seite wieder hochgemacht. Viele weitere Videos und spannende Inhalte rund um den Handball findest du auf meiner Homepage www.handball-hex.com. Mach's gut, ciao!